Herr Kirschbaum, danke für Ihren Besuch bei uns im Sommergesprächestudio. Okay. Welches Thema brennt Ihnen unter den Nägeln? Brexit. Ja? Und die Zukunft der Briten in Österreich und eben der Österreicher in Großbritannien auch. Mhm. Haben Sie einen persönlichen Bezug? Genau, ja. Ich studiere seit 2 Jahren in England, in Durham im Norden Englands. Und ich bin mit dem irgendwie der Idee hingegangen, dass ich dort die gleichen Rechte hätte, wie ich sie hier auch habe. Und ich habe eben darauf vertraut, dass die Engländer eben nicht für den Brexit stimmen, was dann aber leider doch passiert ist. Und jetzt fehlt mir irgendwie so ein bisschen die österreichische Stimme dazu, nicht? Und ich meine, wir hatten vor einigen Zeiten eine Aussage vom Kanzler Kern, dass er unsere Rechte schützen will, aber seitdem irgendwie nichts. Und ich habe auch natürlich sehr viele britische Freunde hier dadurch kennengelernt und von denen kommt irgendwie auch nichts, nicht? Und aber jetzt haben ja die Verhandlungen auch gerade erst begonnen. Genau. Es hat erst eine so richtig große Verhandlungswoche gegeben, wo es genau um diese Dinge gegangen ist, nämlich welche Rechte die Staatsbürger im jeweils anderen Bereich haben. Ja, bei dieser Verhandlungswoche kam eben gar nichts raus. Genau. Nicht? Also die Briten schienen nicht vorbereitet worden zu sein. Und mir hat irgendwie gefehlt, dass die österreichische Außenpolitik dann sagt, okay, dann können wir jetzt hin mit einem Angebot, nicht? Wir tun das für eure Staatsbürger, dann tut doch bitte auch was für unsere Staatsbürger machen. Oder eben sagt, wie der maltesische Premierminister jetzt sagt, dass es für die Briten immer noch ein Weg zurückgeht nach Europa. Nicht? Also, ich meine, vielleicht liegt es daran, dass die österreichische Außenpolitik irgendwie dafür sorgen will, dass es mehr europäische Integration gibt. Aber dann frage ich mich auch, warum man das nicht offen sagen kann. Nicht, dass man sagt, okay, wir lassen die EU das verhandeln und wir nehmen das, was dann kommt. Und ich frage mich eben, was Österreich jetzt möchte von der EU. Wollen wir mehr Integration? Wollen wir unsere eigene Stimme behalten? Und das ist eben so ein Thema, wo man eben wirklich dann sagen kann. Ich glaube, das ist eben sehr unterschiedlich, was die Parteien betrifft, die jetzt im Wahlkampf stehen. Ja, die haben da sehr unterschiedliche Annäherungen dazu. Deshalb wollte ich ja eben jetzt herkommen, nicht? Weil das ist dann meine Möglichkeit, alle Parteien zu fragen, was ist eure Idee aber dafür? Wie ist da Ihre Sicht auf die Dinge? Wie kann es nach den Entwicklungen, die wir jetzt in der EU gesehen haben, nämlich Brexit als das letzte und wirklich größte Ereignis in dem Zusammenhang weitergehen? Das ist eben die große Frage. Ich persönlich, ich habe sehr viele gute europäische Erfahrungen gemacht. Ich bin mit 4 Jahren nach Luxemburg gezogen, habe dort 8 Jahre gelebt, bin dann wieder zurück nach Österreich gekommen und habe dann jetzt studiert seit 2 Jahren in England. Und ich persönlich wäre natürlich dafür, dass wir mehr europäische Integration bekommen, dass die Europäische Union als politische Kraft irgendwie mehr Macht bekommt, die wir ihr dann geben können. Und was tun, wenn dann nicht alle 27 dann mitgehen? Sind Sie dann dafür, dass man sagt, da muss eine kleine Gruppe vorangehen und eine ganz intensive Integration leben? Nein, das finde ich überhaupt nicht gut. Also das ist ja eben die große Frage jetzt eben mit Polen und Ungarn und den Visegrad-Staaten, die ja dann noch irgendwie in eine andere Richtung ziehen. Und Frankreich hat es ja vielleicht auch fast gemacht mit der Frau Le Pen. Ich persönlich finde, man sollte irgendwie alle da mit ranbringen. Natürlich sehe ich jetzt auch, dass das nicht geht. Man müsste diesen Staaten eben einfach viel klarer kommunizieren, was die EU ihnen einfach allen bringen kann, nicht? Mit 70 Jahren Frieden, mit Menschenrechten, mit einem supranationalen Gebäude, das irgendwie auch die Rechte von kleinen Menschen schützen kann, nicht? Mhm. Und mir fehlt irgendwie eine Idee, was man da genau machen kann damit. Warum glauben Sie, kommt das bei so manchen Ex-Ostländern sozusagen nicht mehr so an, in großen Teilen der Bevölkerung? Aber nicht nur dort im Übrigen. Ja, also ich würde es darauf zurückführen, auf die historischen Erfahrungen, die eben die vorige Generation gemacht hat. Aber auch der Mangel an Bildung, die dann in diesen Staaten ist, weil einfach weniger Geld da ist. Da ist die auch EU eben stark gefördert, dann mehr irgendwie Strukturförderung reinzubringen, dass mehr Leute irgendwie eine Bildung bekommen und lernen, was die EU einfach machen kann, was die EU Leuten bringen kann, was es bringt, zusammenzuarbeiten und dass die EU irgendwie nicht eine Bedrohung für sie ist. Aber jetzt geht die Diskussion gerade in die andere Richtung, nicht? Dass man sagt, wenn die nicht demokratische Grundwerte leben, die für die EU Selbstverständlichkeit sein müssen, dann kann es auch nicht Geld geben, von dem sie profitieren, sondern muss weniger geben. Das ist eben die Sache. Die Idee, die ich am besten finde, wäre, dass man das Geld eben nicht den Nationen geben würde, sondern einfach Gruppen in diesen Staaten, nicht, dass man den verschiedenen Ministerien, dass man den Schulen direkt die fördert als EU-Projekte. Sozusagen nicht. Man hat es in Griechenland gesehen, zum Beispiel für das Akropolis-Museum, das sie neu gebaut haben, nicht? Dass die EU einfach zusammen mit den Staaten, kleineren, nicht so den großen irgendwie Staatsführern und so weiter, mit denen zusammenarbeitet, sondern einfach mit kleineren Gruppen innerhalb der
der Staaten selbst. Weil wenn man nicht direkt bei den Leuten ankommt, anstatt irgendwie das von oben runter zu versuchen, dann kommt das einfach viel mehr hoch dann. Und hoffentlich wird dann irgendwie eine Meinung oder eine Idee gefördert, dass die Leute dann sagen, ja, das finde ich eigentlich ist eh gar nicht so schlecht. Weil natürlich, wenn der Support von unten kommt, dann können die oben auch nicht viel sagen, nicht? Das heißt, Sie werden jetzt auch in den nächsten Wochen bis zum Wahlkampf sehr darauf schauen, welche europapolitischen Positionen auf die jeden Partei Fall, ja. beziehen. Herr Keschbaum, danke Dankeschön. Für Ihre Ideen und Ihre Gedanken. Danke, dass Sie uns eingeladen haben. Danke. Ja.